Jetzt soll ich auch noch angeln, oder was? Wie soll ich das... Wie soll ich ihr das beweisen? Keine Ahnung, was für ein Besteck das... Dieser Knopf steuert nur Grabsch-Gary. Nun, damit wird mit einer Häkelnadel... Leider kann ich habe keine Ahnung. Ich soll jetzt mit der Häkelnadel auch noch fischen. Ich bin verzweifelt. La di da di da di. Oder warte. Was ist das? Willst du ein Cupcake? Cupcake, ja? Hast du Hunger? Ich hätte ein Cupcake. Oh, wie lecker. Grabe ihn einfach bei meinen Wurzeln ein und ich sauge langsam seine Nährstoffe auf, während er sich in Erde verwandelt. Hört sich ziemlich zeitaufwendig an. Menschen und Bäume haben eine unterschiedliche Auffassung von Zeit. Das glaube ich dir. Hey, Löffel, meinst du kommst an den Fisch ran? Sir, als ich von einer Diät mit viel Fisch gesprochen habe, meinte ich nicht einen wandmontierten Plastikfisch, der spricht. Wie kommen wir da hoch? Nein, damit bin ich nicht an den Fisch rangekommen. Du findest mich wohl gut, was? Warte bloß, bis du mich mit einem Schuss Zitrone probiert hast. Nein, damit bin ich nicht an den Fisch rangekommen. Gib mir den Fisch. Beweg dein... Sag mal, der Fisch da oben in deinen Zweigen. Kann ich den haben? Tut mir leid, den hab ich gefangen. Und solange er nicht von meinen Zweigen fällt, gehört er mir. So steht es im Gesetz der Bäume. Ich will den Fisch aber haben. Ach komm schon, du brauchst diesen Fisch doch nicht. Leider bin ich der Meinung, dass er meinem Aussehen einen interessanten asymmetrischen Touch verleiht. Asymmetrischen Touch? Ich will den fällen. Hey, willst du einen Witz hören? Vielleicht ein Baumwitz? Ja, so. Er hat geschlossen. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Denn das hier? Keine Sorge, sie hat eine neue Zweigstelle aufgemacht. Oh. Oh. Weiter, weiter. Ja, danke, endlich. Huch, das Ding redet. Wie gruselig. Aha, der hat Angst vom Fisch, der redet. Gut, jetzt bleib einfach mal ruhig, du. Süßes, liebes Schatzilein. So, ich habe jetzt einen Fisch. Das gebe ich dir Alten jetzt und dann weiß ich nicht, was die macht. Keine Ahnung. Nicht aus Garn. Was denn? Man fängt eine Menge Fisch, wenn man die richtige Ausrüstung benutzt. Den Fisch hast du gefangen? An diesem Strand? Was ist dein Geheimnis? Meine Stricknadel? Verrate ich es dir irgendwann mal. Ich werde drüber nachdenken. Oh. Na schön, du hast gewonnen. Ich werde dir meine Geheimwaffe fürs Angeln verraten. Deine was? Meine Geheimwaffe, dieser Haken hier, mit dem ich den fantastischen Fisch gefangen habe. Ich nenne ihn den Fischernter. Kurz, Fernter. Sag bloß. Könnte ich mir mal kurz deinen Fernter ausleihen? Du willst dir meinen Fernter ausleihen? Er ist wie ein Teil von mir. Ich gebe ihn dir auch wieder zurück. Tut mir leid. Ach. Oh, mein Gott, falsche Antwort. Gut, aber bitte versprich, dass du noch ein paar Fische für zukünftige Generationen im Meer lässt. Danke, Junge. Das brauche ich dann wohl nicht mehr. Danke. Ich habe Schnur bekommen. Komm zu Carol, meine Schönen. Ich weiß nicht, wofür ich die Schnur brauche, aber ich habe sie. Gut, jetzt müssen wir den Cupcake noch leer machen. Ich weiß nicht. Oh Mann, das ist ja wohl nicht unglaublich. Keine Ahnung. So, irgendjemand muss den Cupcake ablecken. Ich brauche die Glasur, muss weg hier. Magst du einen Cupcake? Nein, danke. Ich habe ein Dutzend von dieser Familie gekauft, die hier Spenden sammelte. Oh. Alle davon gegessen. Oh Mann. Nun ja, ich wollte meinen Teil dazu beitragen. Aha. Brauchst du zusätzliches Metall? Ich hätte da Kabel, die du schmelzen könntest. Nein, danke. Ich benutze bereits ein spezielles Metall von höchster Qualität. Und meine Kunden wollen wirklich keine... Also alle machen gerne den Glasur vom Cupcake weg. Ist gut, viel Spaß. Der ganze Chat würde sich aufopfern, um die Glasur wegzumachen. Das finde ich sehr, sehr nett von euch. Brauchst du etwas...
Aber ich habe absolut keinen Schimmer, was ich hier machen soll. Ich dreh gleich durch, ey. So. Hier ist keiner mehr. Ist hier noch irgendjemand? Ich brauche Hilfe mit dem Cupcake-Gedöns. Braucht der Vogel einen Cupcake? Warte, ich habe nur eine Schnur. Mit der Schnur kriege ich den Vogel-Dings nicht auf. Keine Ahnung. Hier. Kabel wären hier sinnlos. Hey Mädchen, willst du einen Cupcake? Nein? Hätte ja sein können. Ich glaube nicht, dass das dem kleinen Kerl helfen würde. Gary befindet sich im Moment. Tja. Gut, das wirkt auch nicht. Irgendjemand muss doch diesen scheiß Cupcake essen. Hier, vielleicht einer von denen? Hey, Huska. Oh. Kennt ihr die Männer gut? Das war's nicht. Hier, ess den Cupcake. Will jemand einen Cupcake? Oh, danke. Aber ich kann nicht. Das Gesicht meiner Tochter zu essen. Ach, Huska. Das ist das beste Stück. Und das einzige Stück, das ich esse. Nur glutenfrei. Ja! Ja, er hat's endlich gegessen. Wir können weiterspielen. Ja! Und hört auf, Inulchen zu sperren. Das ist der Einzige, der hier schreibt. Hey, möchtest du einen Cupcake kaufen? So, du fieser alter Opa, gib mir den beschissenen Stock jetzt endlich, damit es hier weitergeht. So, hier. Hey, willst du diesen... Oh nein! Warum habe ich das bloß getan? Jetzt ist keine Glasur mehr für Wellers Cupcake übrig. Du kannst dir den hier geben. Oh, prima Idee. Nimm du mal meinen leeren Stock. Ja! Vielleicht kriegst du ihn ja irgendwo wieder aufgefüllt. In Ordnung. Endlich geht's weiter. Ich weiß zumindest ein bisschen, was ich machen kann. Ja! Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen euphorisch. Endlich haben wir mal Erfolgserlebnisse hier. So, hoch mit der Leiter. Hoch, 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 schneller, Mann. Die bewege ich lieber. Erziehungsschille. Unser Bot im Chat hat Inulchen rausgeschmissen. Jetzt müssen wir den erstmal verprügeln. Böser Bot. So, verprügel die Mädchen. Na schön, Garn, Junge. Genug ist genug. Verprügelt sie, ich brauche die Klamotten. Was bist du für ein Weichei? Du hast Glück, dass sie blind ist, Junge. Ich habe ihn nicht deswegen nicht getroffen, weil ich blind bin, Courtney. Ich habe ihn nicht getroffen, weil ich sehen kann. Ich habe all die Jahre immer nur vorgegeben, blind zu sein. Ich hatte noch nie deinen Glauben, Courtney. Ich glaube doch gar nicht, Dawn. Ich habe es doch nur vorgetäuscht, damit ich wie du sein kann. Was? Du bist nicht blind? Nein. Ehrlich gesagt, habe ich Artefakte von der Pyramide gestohlen und verkauft, um Geld zu sparen und endlich aus dieser Stadt zu kommen. Ich auch. Ich wäre ja schon längst verschwunden, aber ich wollte dich hier nicht alleine lassen. Und ich weiß ja, wie viel es dir bedeutet, ein blinder Druide zu sein. Ich will schon seit Jahren kein Druide mehr sein. Ich will zur Schule gehen und Hotelmanagement studieren. Und ich will Grafikdesign studieren und eine Band gründen. Dann machen wir das. Wir verschwinden. Gleich jetzt? Gleich jetzt. Ich brauche die Umhänge. Gib mir die Umhänge. Mit unserer Suche nach etwas, woran wir glauben können. Ich hab's gefunden. Und du? Na Gott sei Dank. Das war schräg. Das hat man nur davon, wenn man mit Zuckerstangen kämpfen lernt. Das war ein bisschen schräg. Die beiden waren ein bisschen schräg. Nimm sie lieber mit. Aber sie wollten Grafikdesignerin und Hotelmanagerin werden.
So, ich weiß, wie es weitergeht. Ich weiß, wie es weitergeht. Lauf schneller, Shane, Sean, keine Ahnung, wie du heißt. Lauf schneller! So. Oh, die haben den da eingesperrt. Hey, was machst du hier unten? Sie haben sich alle gegen mich verbündet. Nach allem, was ich für sie getan habe. Du hast gar nichts gemacht. Hier. Mach was draus. Dieses Material habe ich noch nie zuvor gesehen. Kannst du damit nähen? Das dürfte kein Problem sein. Das ist die richtige Einstellung. Nun, dann bleibt nur noch eine Sache zu erledigen. Twyler! Keine Sorge! Ich bin gleich zurück! Komm, Vera! Oh, toll! Und ich dachte, meine Teenagerin hätte einen Hang zum Dramatischen. Großartig. Oh, cool. Aber was ist mit den ganzen Federn? Nur weil ich mich an eine Vorlage halte, heißt das doch nicht, dass ich dem Ganzen nicht eine persönliche Note geben kann, oder? Meine Liebe, du hast ein unglaubliches Talent. Dankeschön. So, jetzt können wir zu Alex gehen. Ihm das geben. Ich weiß wohl nicht warum, aber es ist egal. Den Strahlenschutzanzug, den Raumdüsenanzug hat er. Der Vater hat irgendwelche Suppe gemacht. Ich weiß nicht, für was er das braucht. Wir müssten noch dem ein Opa helfen, aber ich weiß nicht genau wie. Der muss noch uns die Form gießen. Ach, Mensch, ja. Kann ich bitte mal hier das Haus verlassen? Gratulation! Ja, Chat, der rastet völlig aus. Schön. Warum bin ich das? Es geht endlich weiter. Yeah. Jetzt haben wir einen Lauf. Hier drin muss es eine Art Steckbrief geben. Hey, das ist ja das Mädchen, das mich schlagen wollte. Nehmen Sie bitte Kontakt zur Familie Tartin in Zuckerdosendorf auf, falls Sie etwas über unsere geliebte Tochter wissen. Wie soll ich es Ihnen bloß beibringen, dass Ihre Tochter von meinem Raumschiff verschlungen wurde? Ich sollte erst einmal unbedingt verschweigen, dass es mein Raumschiff war. Toll. Jetzt muss ich mit denen da oben nochmal reden, weil ich jetzt dieses Bild habe von der Vella. Ich krieg noch einen Vogel. Vogel. Ich muss dem noch auf den Rücken klopfen. Irgendwie klappt das aber nicht. Der macht nichts. Der pfeift da immer noch vor sich hin. So, also jetzt kriegst du deinen Strahlenanzug. Machst du heute Party? Ich mach heute Party. Bitteschön. Hey, ich habe einen Strahlenschutzanzug. Großartig. Sag mal, warum sind da die ganzen Federn dran? Zusätzlicher Schutz, neueste technische Errungenschaften. Was du nicht sagst. Na gut, ich habe ja auch lange geschlafen. Und glaubst jeden Scheiß. Prima. Brauchst du ein Kabel, um dein Schiff zu reparieren? Wahrscheinlich, aber ohne die Hilfe eines Genies in Elektronik wüsste ich nicht, was ich damit anfangen sollte. Alex würde mich wahrscheinlich umbringen, wenn ich an seinen Sachen herumbastle. Ist mir egal, mach was. Alex würde mich wahrscheinlich umbringen, wenn ich an seinen Sachen herumbastle. Hey, du hast... Sonst kann ich hier nichts machen. Absolut nichts machen. Nein, das könnte mir einen tödlichen Stromschlag verpassen. Okay. Wir haben einen Garn. Kartoffelsalat? Was zur Hölle macht ihr jetzt schon wieder? So, wir haben das Poster. Jetzt müssen wir nochmal mit der Familie reden. Vielleicht kommen wir... Ich kann's nicht glauben. Das ist doch nicht los. Was ist los? Baum. Ich sollte... Ja. Bis gleich, Inulchen. So, einmal da lang. Ich weiß nicht, wo ich die Vorlage kriege, damit er uns das hier macht. Hey, nicht anfassen. Vielleicht muss ich den Krempel wieder zurückschicken. Schließlich bin ich noch... Hey, nicht an... Ich darf's nicht anfassen. Ich brauch's aber. Ach, Menno.
Es ist noch keine 22 Uhr, deswegen Punkt, Punkt, Punkt. Okay. Schön, danke Shadow, dass du aufpasst. Oh, es gibt einen Herzenspam-Befehl. Oh, cool. Offenbar ist gerade Brutsaison. So, jetzt könnte ich mit dem hier noch sprechen, wegen seiner Tochter. Weiß ich, ob ich hier was bekomme. Ah, Klappe hier. So. Kennst du dieses Mädchen? Oh, wie ich sehe, hast du eines. Gut, sonst nix. Sonst nix. Gut. Dann gehen wir nach unten zur Mutter und geben ihr das. Hey, kennt ihr dieses Mädchen? Oh, das ist meine wunderschöne Tochter. Wir haben diese Flugblätter verteilt, um sie zu finden. Sie ist dir wie aus dem Gesicht geschnitten. Du erinnerst mich an sie. Ich hoffe, ich kann sie dir irgendwann vorstellen. Kabel wären hier sinnlos. Was macht Harmony in diesem Käfig? Vibir hat ihn hier runtergetragen und da reingesteckt. Er hat gesagt, wir dürfen ihn nicht rauslassen. Er meinte, er würde sich um irgendwelchen Müll kümmern, den die Stadt nicht mehr brauchen würde. Ich bin sicher, er lässt ihn irgendwann wieder raus. Oder ein großes Monster kommt und frisst ihn. Na, ihr seht aber glücklich aus. Oh, ich genieße es, mit diesem Mädchen zu sprechen. Sie erinnert mich so sehr an meine diesem Mädchen? Bella. Keine Sorge, Mrs. Tatin. Ja, die Grüne ist voll am Abhängen. Dann lasse ich euch mal. Ja, genau, die chillt ein bisschen, weißt du? So, wir, vielleicht kriegen wir von dem Dicken noch den nutzlosen Scheiß, den der da gesammelt hat. Vielleicht ist da noch irgendwas für uns dabei, was wir brauchen. Nicht gut. Hey, hey, möchtest du einen Cupcake kaufen? Nein. Sag mal. Nee, gut. Der hat nichts mehr zu besprechen. Schön. Okay, dann geht's noch zu dem Vogel. Mehr fällt mir dann wieder nicht ein. Dann bin ich wieder ratlos. Ich habe noch einen Löffel. Ich habe das, was nicht funktioniert. Ich habe den Toten. Ich krieg das Ei nicht auf. Ich habe nur Garn noch. Ich brauche noch irgendwas, um das Ei aufzukriegen. Das ist der einzige Ort. Oh-oh. Ups. Mann, dieser Ort ist ja nicht mal so. Macht's dir was aus, wenn ich ne nehme? Bitte, sag's weiter. Vielleicht retten wir hier sogar ein paar Leben.